Eine der schönsten Schmalspurbahnen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR begegnet uns im Harz zwischen Nordhausen und Wernigerode. Seit der Eröffnung im Jahre 1899 als Nordhausen-Wernigeröder Eisenbahn bezeichnet, kurz NWE. Später dann, ab 01.01.1950, wurde die NWE der Deutschen Reichsbahn eingegliedert. Nordhausen findet man in der Ebene am Südrand des Harzes. Ausgangsbahnhof ist der Bahnhof Nordhausen Nord im Zentrum der Stadt. Wernigerode dagegen liegt am Nordrand des Harzes, ebenfalls am Fuße der Erhebung. Dazwischen verlaufen 60,5 Bahnkilometer, wie sie erlebnis- und abwechslungsreicher wohl kaum sein können, gemessen an der ständig wechselnden Kulisse einer wenig berührten Naturlandschaft, vor allem dort, wo die Bahn 1989 noch durch grenznahe Sperrgebiete führte. Der Blick streift über liebliche Täler und weite Wälder, die noch gesund erscheinen.